Dr. Grant. Hier haben Sie die Resonanzkammer eines Velociraptors. Wow. Das ist fantastisch, Billy. Einfach umwerfend. Aber leider müssen wir in 4 Wochen packen. Dr. Grant? Paul Kirby. Kirby Enterprises. Amanda und ich, wir lieben die freie Natur. Wir waren fast auf jeder Abenteuertour, die man überhaupt buchen kann. Ich habe ein Flugzeug gechartert, das uns über Isla Sorna fliegt. Und wir hätten Sie gerne als Führer. Und selbstverständlich möchten wir gerne einen Beitrag zu Ihren Forschungen hier leisten. Wecken Sie mich, wenn wir da sind. Nicht identifiziertes Flugzeug im Anflug auf Isla Sorna. Sie fliegen in einen gesperrten Luftraum. Alan. 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 Ich schätze, die suchen jemanden. Was machen die da? Sie beziehen Posten, aus Sicherheitsgründen. Auf dieser Insel gibt es keine Sicherheit. Wir müssen zurück ins Flugzeug. Würden Sie Ihrer Frau sagen, dass sie mit diesem Krach aufhören soll? Das ist keine gute Idee. Eric! Ben! Eric! Amanda! Sie sollten mal an Ihrer ehelichen Kommunikation arbeiten. Und da sind wir auch schon wieder in Jurassic Park 3. Und ja, die Rolle sollte aufhören, da oben rumzubrüllen. Weiter so rumbrüllt, hetzt sie noch jeden Dino dieser Insel auf. Ja. Aber ich muss erstmal hier zerlegen. Eine ganz schön große Map. Oh, das könnte einen Moment dauern hier. Okay, da ist sie zu Ende. Also gehen wir jetzt den Weg hier zurück, dann gehen wir auf die andere Seite. Wir haben ja Zeit. Schießen? Irgendwas in der Form? Ah, der hat einen Enterhaken. Eric! Noch. Er kann das auch nicht. Ja, ist okay. Ist okay. Hallo. Ich dachte, ist okay. Hältst du aus? Haben wir es jetzt? Eric!
Ach. Ach. Haben wir den jetzt vorhin nervt? Okay. Das blaue ist, würde ich mitnehmen. Also der mit dem Enterhaken kann da dran. Da müssen wir. Der hat auch einen Schraubenschlüssel in der Hand. Ja, das Sammeln hier ist etwas aufwendiger. Ja, Frau. Karte ist ja nicht mehr so groß. Was zerschneiden kann ich? Damit können wir alle nichts anfangen. Können wir den wenigstens aufmachen? Aber nicht. Damit können wir nichts anfangen, aber damit. Und auf. Ich helfe gern. Dir. Ja, komm. Du kannst. Ich klettere hier hoch. Erstmal, dass wir jemanden haben, der da hochklettern kann. Wo wir hier hinkommen. Wird nicht wichtig gewesen sein. Glaube ich. So. Ach. Das waren Compsognathus. Wusste gar nicht, dass die in Herden angreifen. Aber dass sie so fest zuwachsen. Los, rauf hier! Komm. Komm. Du kannst schaufeln. Ein großes Skelett. Und voll daneben gelaufen. So ist besser. So, der Herr mit dem Schraubenschlüssel, der muss hinterherkommen. Und reparieren wir das Ding mal. Und gucken. An der Hebelbühne. Okay. Ah, jetzt kommen sie alle hier hoch.
Ah, warum die da ständig hängen bleiben, das ist mir noch nicht. Umstürzen. Ja, wir haben leider keinen dabei, der Akrobatik kann. Den wir wahrscheinlich, den wir brauchen. Damit wir hier dran kommen. Na toll. Wir müssen wieder zurück ins Flugzeug. Und was ist mit dem anderen? Cooper ist ein Profi, der schafft das schon allein. Ist klar. Wer hat das Satellitentelefon? Ich, Sekunde. Oh, Mann. Wo war das? Nein, nicht mehr. Fuck. Ah. Blauen muss ich mitnehmen. Ich bringe ordentlich Punkte. Ansonsten muss ich auch hier alles mitnehmen. Ich habe es ja fast geschafft. Nein! Komm, schaff die. Ja! Da ist gar keiner mehr hinter uns. Kommt der jetzt her? Jetzt erwarte ich eine Erklärung, Mr. Kirby. Wie im Mittelalter. Landeplatz abgeschlossen.
Das haben wir auch. Minikit haben wir, glaube ich, 3. Dan Grant ist Lasorna. Billy Brennan. Howard Kirby. Amanda Kirby. Cheryl Logan. Transporteranlage B Rostig. Pickup. Geschichte fortsetzen. Wir müssen in die Richtung. Ich sehe das. Ach, diese Drecksviecher. Ich gehe da mal rüber. Die kommen hier aus diesen Seiteneingängen oder was das ist. Machen wir den mal zu. Besser ist das. Du kannst dich durchschneiden. Weiter geht's. Diese Info wird dich von den Socken hauen. Das Gebrüll des Indominus soll Schätzungen zufolge 140 bis 160 Dezibel erreichen. Das entspricht einem Düsenflugzeug beim Starten und Landen. Sie lassen einen 12-Jährigen allein Gleitschirm fliegen? Nein! Er war nicht allein. Er war mit einem Ben Freund Hildebrand. Zusammen. Wie lange werden Sie schon vermisst? Seit 8 Wochen. Fast 8 Wochen. Und warum ich? Er hat gesagt, wir brauchen jemanden, der schon mal auf der Insel war. Ich war noch nie auf dieser Insel. Doch, natürlich. Das war Isla Nublar. Das hier ist Isla Sorna. Anlage B. Niemand rührt sich von der Stelle. Ganz still sein. War das auf mich bezogen? Ja, auch. Ja, warte. Der Anfahrer ist was schneller im Zerlegen. Ja, wir holen dich gleich. Lass dir zweimal den Weg. Fort. Thank you.
Grant freigeschaltet. Ich glaube, wir machen uns dann mal. Ich würde es lieber mit dem T-Rex aufnehmen, anstatt mit dem Spinosaurus. Vielleicht können wir ihn ablenken. Mach mal. Schau gerne zu. Ups. War ein Versehen. Glaube ich. Hier ist wieder so ein toller Baum, der sich als Pranger eignet. Ist klar. Ich werde mir den Film angucken und sehe, da ist kein Quietsche-Engine. T-Rex wechseln. Wir müssen da rauf. Jetzt helfen wir dem T-Rex, ja? Statt der Natur ihren Lauf zu lassen. Noch mal hier eine Schale. Wir haben auch hier ein Gewehrschützen dabei. Wir müssen einmal drumherum, ja. Wir verfehlen es. Und? Zu ihm, Dr. Grant. Dann schneid mal. Wir machen das schon, keine Sorge. Erstmal zerlege ich wieder, was geht. Ich wollte mal währenddessen den Kopf tätscheln. So. Am Boden war er dabei. Den Spinosaurus erneut ablenken.
glaube, das war die beste Wahl, ihn hier rüber zu schicken. Ein komisches Nest. Haben wir dann alle? Jawohl, alle Nester. Dann nehmen wir noch mit. Und dort. Ja, komm. Sehr gut. Rainer hat doch gar keine Pupillen, oder? Der Richter. Verdammt! Jetzt habe ich dich. Los, gehen wir, solange wir beschäftigt sind. Ja, wie sollen wir denn da durch? Eine Idee. Ah doch, geht. Mr. Kirby, diese Kirby Enterprises gibt es gar nicht, oder? Kirby Fliesenlacke und mehr. Das Meer steht für Badezimmerausstattung. Wir sind im Einkaufszentrum Westgate in Enid, Oklahoma. Billy, wir gehen zur Maschine zurück und bergen, was wir können. Dann weiter zur Küste. Dr. Grant? Wir verlassen diese Insel nicht ohne unseren Sohn. Sie können ihn ja gerne suchen. Hä? Eine gute Idee, in den Loch zu gucken. Das habe ich nie behauptet. Und? Was machen wir? Wir suchen ihren Sohn. Da, wo die hingehen. Großartig, hinterher. Wir finden ihn. Hörst du mir zu? Wir finden ihn. Glaub das mal. Erstmal wieder. Fleißig sammeln. Alles klar, das kann ich abschießen. Ich weiß. Noch schießt hier keiner. Ganz ein Trümmerteile. Keiner hilft. Gucken alle nur zu. Wahre Teamplayer. Ich glaube, der verdient so. Hier ist die Map zu Ende. Da kann ich nicht drauf schießen.
Aber da. Das habe ich übersehen.